Mahlzeit miteinander. Ich war heute einmal wieder im Supermarkt meines Vertrauens. Ja, eher schon Discounter meines Vertrauens, nämlich beim Norma. Und ja, ich habe mir mal wieder ein Weltenburger erwischt. Und zwar diesmal das Weltenburger Spezial Festbier. Ja, Festbier ist eigentlich mal was recht Gutes. Man weiß, auf was man sich einlässt, wenn man da die 5,6% spürt. Ist jetzt eigentlich nur human. Aber ich finde einmal, das Weltenburger war die letzten Male recht gut. Deswegen probiere ich diese Sorte und Bier auch nochmal aus. Ja, wieder mal die älteste Klosterbrauerei der Welt. Ich habe es ja schon recht oft gesagt, kann es nicht oft nur sagen. Und wir haben jetzt hier bei diesem Bier den Zusatz hinten draufstehen, ein ganz spezielles Bier für besondere Momente. Ja, heute ist so ein besonderer Moment, Feierabend. Goldgelb glänzend, malzig, aromatisch, vollmundig im Geschmack, kräftig, intensiv und packend. Ja, schauen wir doch einmal, ob mir das Bier abbackt. Naja, eine halbe werden wir jetzt nicht gleich backen. Deswegen sage ich Prost, machen wir den Schluck aus der Flasche. Okay, gut. Erster Schluck ist schon mal sehr vielversprechend. Jetzt schenken wir mal ein. Schauen uns die Farbe und den Schaum an. Das, was jetzt da sieht, gefällt mir. So. Goldene Farbe stimmt auf jeden Fall. Ja. Kohlensäuregehalt ist auch vorhanden. Der Schaum kann mir persönlich ein bisschen fester sei, ist mir zu grobporig. Mal schauen, ob der nicht gleich zusammenfällt. Ansonsten sehr appetitlich, ansprechend. Da hat man Lust auf einen großen Schluck. Den werde ich jetzt auch nehmen. Mal vorher rühren und dann schmecken. Ja. Vollmundig ist er, der Geschmack. Es kann für mich ein bisschen herber sein. Der Malzgeschmack, der ist auch ein bisschen aus und vor. Das weiß ich jetzt nicht, ob das nicht ein bisschen zu wenig ist. Für meinen Geschmack her kann es ein bisschen mehrer sein. Ja, im Großen und Ganzen ist das eine solide Leistung. Es gibt Festbiere, die mir persönlich ein bisschen besser schmecken, weil die noch ein bisschen würziger sind. So jetzt nicht heißen, dass das nicht würzig ist, aber für meinen persönlichen Geschmack ist das eine, ja, Nummer zu wenig, sage ich einmal. Ansonsten, ja, solide Leistung, kann man auf jeden Fall trinken. Muss aber sagen, dass es vom Weltenburger andere Sorten gibt, die bei weitem schmackhafter sind. Ja, genau. Mir hat es jetzt nicht so backt, das Bier. Muss aber nicht heißen, dass es euch nicht schmeckt. Deswegen, wenn ihr es seht, probiert es aus. Probiert es eine halbe und dann macht euch eure eigenen Gedanken und Erfahrungen dazu. Nichtsdestotrotz lassen wir das jetzt nicht verkommen. Ich sage Prost und bis zum nächsten Mal.